Da gab es ja nun gestern bei der Aussprache, eigentlich konnte man sagen, außer den Nordrhein-Westfalen stand kaum noch einer Armin Laschet bei. Ist damit das Rennen entschieden? Das Rennen ist damit überhaupt nicht entschieden. Und es war nicht nur Kollegen aus NRW, sondern auch ich habe mich klar für Armin Laschet ausgesprochen, weil ich davon überzeugt bin, dass man aus einer Momentaufnahme, und Umfragen sind immer Momentaufnahmen, die nicht für eine Entscheidungsfindung machen darf und machen sollte, die Deutschlands Zukunft prägen kann und die den nächsten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bedeuten kann. Und Armin Laschet hat bewiesen, in Nordrhein-Westfalen, er war völlig unten in den Umfragen, die CDU in Nordrhein-Westfalen, und er hat mit Glanz und Gloria eine der beliebtesten Politikerinnen damals, Hannelore Kraft, geschlagen und ist heute Ministerpräsident. Im Moment ist das schwer vorstellbar, deswegen sind ja auch viele Ihrer Kollegen der Meinung, die Umfragen sind so überragend im Moment für Markus Söder, dass man lieber Herrn Söder vorne sehen würde. Dann rate ich dazu, es gab mal einen Halbschulz bei der SPD und Angela Merkel war ganz unten. Und nach wenigen Wochen hat sich auch da das Bild wieder gedreht. Also deswegen mein Rat, nicht Momentaufnahmen, momentane Stimmung für Entscheidungen als Basis zu nehmen, die länger Bestand haben müssen. Aber der Flurschaden ist ja jetzt schon sehr groß. Die CDU wirkt gespalten. Ihr eigener Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, der Generalsekretär Waldmüller sagt, Söder ist die Zugmaschine. Wir sollten Herrn Söder nach vorne wählen. Und auch Herr Sack, der neue Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, sagt, nein, Laschet ist ein guter Mann, aber bei Umfragen ist natürlich Söder besser. Ja gut, beim Generalsekretär muss man wissen, der stammt aus Bayern. Vielleicht hat er eine Affinität dazu. Und was die CDU betrifft, möchte ich nur darauf hinweisen, am Montag haben sich die demokratisch gewählten Gremium, Präsidium und Bundesverstand der CDU einhellig hinter Armin Laschet gestellt. Und Markus Söder hatte am Sonntag klargemacht, er würde zurückziehen, wenn sich die CDU nicht hinter ihn stellen würde. Ja, wer repräsentiert denn für Markus Söder die CDU? Ich finde, das ist auch ein bisschen despektierlich gegenüber der CDU Deutschlands und den gewählten Gremien. Herr Rehberg, man verrät kein Geheimnis, wenn man sagen kann, dass Sie einer der engsten Vertrauten von Angela Merkel sind. 1990 waren Sie Fraktionschef der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, haben die Kanzlerin am Anfang so ein bisschen immer begleitet, seit 2005 jetzt hier im Bundestag gemeinsam den Weg gegangen. Das war doch schon auffällig. Da ist hier bei Anne Will was rausgerutscht. Das haben viele als Kritik an Herrn Laschet verstanden. Aber sie hat es nicht fertiggebracht, in der Öffentlichkeit Herrn Laschet dann noch mal zu loben. In den Gremien hat sie sich wohl mal auf die Seite von Armin Laschet gestellt. Warum ist die Kanzlerin da so defensiv? Ich glaube, die Kanzlerin ist, was die Nachfolge betrifft, generell defensiv. Und sie hat aus meiner Sicht bei Anne Will nur eine Situation beschrieben. Sie hätte auch andere Länder nennen können, die sich an Beschlüsse nicht halten. Aber es war jetzt gerade mal die Frage auch auf die beiden, Armin Laschet und Tobias Hans. Und ich persönlich glaube, dass das Prä bei Angela Merkel ist, dass die CDU Deutschlands hier und für die CDU Deutschlands eine gute Entscheidung getroffen wird. Aber ich glaube, es steht ihr gut an, dass sie sich gegenwärtig sehr, sehr zurückhält. Naja, sie ist ja auch ehemalige CDU-Vorsitzende. Armin Laschet wäre sozusagen ihr Mann. Und wenn man mal die Vergangenheit sich anschaut, Armin Laschet hat immer vor der Politik von Angela Merkel gestanden. Und dass ausgerechnet Markus Söder sie kapert und sagt, nur mit der Kanzlerin gemeinsam kann man hier Parteichef werden, spätestens das hätte doch einen Reflex auslösen müssen, oder? Na, ich glaube schon, dass eher andere darauf hinweisen müssen, wie Markus Söder zum Beispiel 2018, aber auch davor in der Flüchtlingssituation mit Angela Merkel umgegangen ist. Das war in vielen Fällen nicht stilvoll. Und dass Armin Laschet immer mit seiner geraden Linie die Linie der CDU auch gehalten hat, weil er eine Überzeugung nachgegangen ist. Und die Überzeugung waren an der Stelle deckungsgleich mit Angela Merkel. Aber das ist dann auch bei Europathemen und bei vielen anderen Themen so. Herr Rehberg, Sie haben viel Erfahrung. Wie kann denn das jetzt ausgehen? Die beiden Männer wollen sich zusammensetzen, vielleicht auch noch ein Zehnergremium. Keiner weiß, wie das aussehen soll. Glauben Sie wirklich, dass Herr Söder sagt, ich bin zwar viel beliebt, aber ich ziehe zurück? Das glaube ich nicht. Also beide, glaube ich, müssen wissen, wenn dieser Schwebezustand noch über das kommende Wochenende hinaus dauert, dann wird das schwierig, bis hin zur Selbstzerstörung der Union. Das macht mir große Sorgen.
Und auf keinen Fall darf es dann eine Abstimmung kommenden Dienstag in der Fraktionssitzung von CDU und CSU geben. Die Gremien der CDU haben sich positioniert. Und ich kann nur dringend raten, dass die beiden das einvernehmlich lösen. Und meine Überzeugung ist, dass Armin Laschet auf die lange Distanz, auf der langen Distanz hin, der bessere Kandidat und auch der bessere Bundeskanzler ist.